Kaum sind alle Tannenbäume im Garten entsorgt, die Weihnachtsbeleuchtungen verräumt und der Neujahrskater überwunden, steckt man bereits mitten im Januarloch. Das Geld im Portemonnaie ist für Weihnachtsgeschenke und für Silvester draufgegangen. Aber nicht alle merken das Januarloch. Und andere merken es zwar nicht im Portemonnaie, aber doch ein bisschen auf der Gefühlsebene. Ich merke es nicht selber, weil immer noch so schön auch ein bisschen sonnig ist und die trocken. Von dem her ist es wirklich super. Du merkst eigentlich persönlich nicht wirklich mit dem Januarloch. Eine Erleichterung. Man ist wieder freier. Man hat wieder mehr Zeit für sich. Man muss nicht so nicht unangenehm, aber so in Verpflichtungen nachkommen mit der Zeit belasten. Also ich tue eigentlich gerne grosszügige Geschenke für Weihnachten. Und Januarloch, ich kann nicht nachschauen auf dem Konto, wie viel habe ich jetzt, zu wenig oder weniger. Also ich spüre das eigentlich nicht so, aber ich tue mir immer vornehmen, dass ich einfach im Januar nichts für mich kaufe. Um mehr Kundschaft anzulocken, greifen einige Geschäfte auf einen altbewährten Trick zurück. Das Januarloch füllen wir mit Ausverkauf, dann hat der Konsument die Chance, im Januar zu günstigen Preisen am Winterwart zu ergattern. Ja, das merkt man, dass die Leute natürlich auf den Ausverkauf warten. Und im Januar können wir konsumieren. Andere hingegen werden ganz erfinderisch. So zum Beispiel das Urhaus vom Willi Sauer Ringli. Also nach dieser turbulenten Festtagszeit, die für uns eigentlich die strengste Zeit ist im Jahr, ist ganz klar, dass der Januar eher ein schwächerer Monat ist. Und so war natürlich auch der Grund, so eine Torte zu finden. Auch dort mit der Zusammensetzung, dass wir etwas haben, das fruchtig ist, mit dieser Blutorangencreme, die auch saisonal angepasst ist. Irgendwie ein Januarloch in eine Torte verpacken, hat uns auch gereizt, das umzusetzen. Also weil es natürlich ein Saisonartikel ist, verkauft sich die Torte gar nicht schlecht. Nachher werden wir es auch im Schaufenster natürlich bewerben. Und durch die leuchtende rote Farbe und die Aufschrift wird noch der und diese Passant darauf aufmerksam. Für andere ist der Januar dank der guten Neujahrsvorsätze allerdings ein guter Monat. Wir können uns betreff Januarloch überhaupt nicht beklagen. Die meisten Leute nehmen sich ja eigentlich einen Vorsatz, im neuen Jahr eher sich gesünder zu ernähren, fit zu bleiben. Darum haben wir dementsprechend auch gute Auslastung. Das ändert sich meistens dann aber auf den Frühling wieder, wenn sich viele draussen sportlich betätigen.